Die Situation ist natürlich hier in Europa, in eigentlich fast allen Ländern, anders als in den USA. Man könnte nicht die gleiche Argumentation anbringen, aber ich finde, es haben ja viele skandinavische Länder auch schon erste Schritte in die Richtung gemacht. Die allermeisten Nationalspieler beziehen den Hauptteil ihres Gehalts nicht aus der Nationalmannschaft, und da ist eben die Frage, geht es dann noch ums Geld oder möchte man ein Zeichen setzen? Möchte man vielleicht einen Schritt in eine andere Richtung mal machen? Ich glaube, Frauen sind ein sehr, sehr wertiger und sehr wichtiger Teil der Gesellschaft. Und wenn wir darüber sprechen, dass Fußball ja auch ein Teil der Gesellschaft ist, dann sehe ich keinen Grund, warum Frauen nicht positiv dazu beitragen können. Es geht ja um ein großes Gesamtbild, es geht um Zusammenarbeit, um Inklusion. Und es geht ja auch nicht darum, Frauen da reinzuzwingen, sondern es geht darum, ein Safe Space für die Gesellschaft zu schaffen, wo sich viele wohlfühlen. Und wenn Frauen in den Fußball wollen, dann sollten sie die Möglichkeit dazu haben. Darum geht es. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich das im Hinterkopf behält, dass es nur darum geht, dafür den Raum und die Möglichkeit zu schaffen.